Ja, hallo ihr Lieben und wieder einmal herzlich willkommen, heute ausnahmsweise mal wieder in meiner Küche. Jeder von euch, der einen Garten hat, der weiß es. Es war ein bisschen kompliziert dieses Jahr, jedenfalls bei mir. Die Zucchini wollten überhaupt nicht richtig wachsen, da kam nichts. Die Schnecken haben das erste geholt. Und plötzlich seit ungefähr 3-4 Wochen hat man Zucchini, dass die Nachbarn schon sagen, Lilo, ich habe jetzt genug. Ich brauche keine Zucchini mehr. Und meine bessere Hälfte, der John, der sagt auch schon, jeden Tag Zucchini. Okay, dann machen wir die Zucchini heute mal ganz anders und vor allen Dingen so lecker, dass wenn man möchte, man überhaupt kein extra Fleisch oder eine andere Beilage noch dazu braucht, weil eigentlich alles richtig Gute da schon in dieses Rezept reinkommt. Und wie ich das mache und was ihr braucht, das erzähle ich und das zeige ich euch ganz genau in diesem Video. Und glaubt mir, wenn ihr dieses Rezept probiert, dann werdet ihr nächstes Jahr wieder viele Zucchini pflanzen und auch ernten. Also lasst uns anfangen, damit wir dann was Ordentliches zusammen essen können. Auf geht's! Und hier sehen wir nun alle Zutaten, die wir für dieses leckere Zucchini Ingwer-Essen benötigen. Denn das ist es eigentlich. Es ist ein Ingwer-Zucchini-Pfannkuchen-Rezept. Ihr braucht aus eurem Garten eine große Zucchini. Wenn ihr keinen Garten habt, dann braucht ihr mindestens 4 von den kleinen. 5 oder 6 wären besser, weil ihr seht ja, das ist schon ein riesiger Otto, den wir hier haben. Ansonsten benötigen wir 2 Zwiebeln, 4 Eier, 2 Kartoffeln, kleine Kartoffeln, wie ihr sehen könnt, Ingwer, je nachdem wie scharf ihr gerne esst, aber wenn der dann gerieben oder geschnitten ist, sollte es ungefähr bei dieser Menge ein Esslöffel sein. Ich verwende 250 Gramm geschnittenen Speck, Kartenspeck. Des Weiteren braucht ihr Salz, Pfeffer, Curry. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Wer Curry nicht mag, der lässt den ganz einfach weg. Und ihr braucht entweder ein normales Mehl oder ich nehme sehr gerne Dinkelmehl, weil das einfach ein bisschen mehr dann noch im Geschmack herauskommt. Das ist sehr gut. Braucht man aber nicht sehr viel davon, muss ich gleich sagen. Und natürlich zum Anbraten der Pfannkuchen, dann benötigen wir auch noch etwas Öl. Aber das ist schon alles, was ihr braucht. Ja, und natürlich, wenn ihr Fleischesser sein solltet, große, dann könnt ihr natürlich auch bei dieser Menge, die ja für 4-5 Personen ungefähr ist, da könnt ihr natürlich auch die doppelte Menge nehmen. Das gibt natürlich noch mehr Geschmack dann. Aber ich halte die Fleischmengen sehr gerne bewusst niedrig. Denn das wollen wir und sollen wir ja zwischenzeitlich auch alle tun, nämlich ganz einfach nicht mehr so viele Fleischprodukte verzehren und essen. Ja, und nun ist die erste Aufgabe, Zucchini waschen, ist klar, die Schale bleibt dran, denn wir werden diese gesamte Zucchini reiben. Das gleiche machen wir mit den Zwiebeln, auch die werden nach dem Schälen komplett gerieben. Und dann muss das nämlich gemeinsam mit etwas Salz drauf erstmal stehen. Und warum, das zeige ich euch gleich. Die Zucchini, die 2 Zwiebeln und die Kartoffel sind jetzt gerieben. Und obwohl ich noch gar kein Salz drauf gemacht habe, könnt ihr schon sehen, wie das Wasser jetzt gezogen wird. Aber wie gesagt, jetzt machen wir da schön Salz drauf, vermengen das und lassen das eine Weile stehen, damit wirklich komplett die Flüssigkeit rausgezogen wird. Dann kommt das Ganze in ein Sieb, sodass die Hauptflüssigkeit schon mal abfließen kann. Und dann drücke ich im Sieb nochmals die ganze Masse nach unten, damit so viel Flüssigkeit wie möglich eben aus der Masse herauskommt. Denn umso besser können dann die Ingwer-Zucchini-Puffer richtig goldbraun gebacken werden. Meine Zucchini-Zwiebel-Kartoffelmasse ist nun gut ausgetropft und ihr könnt sehen, da kommt weit über 1 Liter Flüssigkeit aus dem raus, nur nachdem ich das einfach im Sieb drin hatte und ein bisschen angedrückt hatte. Und nun
kommen wir zu dem nächsten Teil, was wir machen müssen. Ich habe jetzt hier nun meine 4 Eier drin, Salz und Pfeffer, einen guten Esslöffel Curry und einen Esslöffel Mehl von meinem Dinkelmehl dazu getan. Das werde ich jetzt verquirlen und das Ganze gut mit der Zucchini-Masse verrühren. Also gebe ich nun diese gesamte vorbereitete Masse des Eis dazu. Dann kommt mein geschnittener Ingwer dazu. Es war jetzt ein bisschen mehr, wie ich euch geraten habe, weil ich Ingwer liebe. Das sind jetzt fast 2 Esslöffel, die ich da drauf habe. Und mein gesamter Schinken kommt jetzt mit dazu. Und diese Masse wird natürlich jetzt sehr gut vermischt und vermengt. Die Pfanne steht jetzt auch im Ofen mit Öl drin, damit wir beginnen können, die schön auszubacken. Schön knusprig. Und damit kann ich nun meine ersten Puffer in die Pfanne setzen. Ich nehme da gerne diese viereckige Pfanne dafür, weil ich da schön 4 große reinbekomme. Und die drücke ich jetzt schön flach und lasse die richtig braun werden, bevor wir sie rumdrehen, um die andere Seite eben auch zu machen. Da können wir noch was beitun. Und ihr könnt sehen, meine sind jetzt ziemlich dick. Das ist ein guter Zentimeter, 1,5. Je dünner ihr das natürlich jetzt reinbringt, umso schneller sind die durch und zum Rumdrehen fertig. Aber ich mag das, wenn da ordentlich was drin ist bei diesem gesunden und leckeren Essen. Ja, und damit bin ich mit diesem Ergebnis auch vom Geschmack her absolut zufrieden. Und damit freue ich mich jetzt riesig, gemeinsam mit meiner besseren Hälfte dieses leckere Essen zu genießen. Und wenn ihr das nachmacht, dann wünsche ich euch genau das Gleiche. Habt Freude daran und ihr werdet sehen, sobald ihr dieses Rezept einmal gemacht habt, kommt das auf alle Fälle in eure Rezepte-Schatzkiste hinein. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch das Allerbeste, bleibt gesund, bleibt mir treu, denn ihr wisst ja, dann tue ich das wahrscheinlich auch. Bis bald wieder, tschüss, eure Lilo.